My baby, my baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. Hallo liebe Zuschauer von Fisch und Fang und der Raubfisch. Ich bin heute hier an einem Fluss. Es ist die Übergangsphase direkt nach dem Sommer zum Herbst hin. Und wir machen Streetfishing, allerdings ein bisschen schwerer. Streetfishing XXL, das heißt mit längeren Routen, auch mit etwas schwereren Gewichten. Denn auch die Gewässer sind deutlich größer als die Stadthäfen und die kleinen Gräben, die man sonst mit Streetfishing abfischt. Früher hat man diese Angelei, die man jetzt hier vom Ufer macht, gar nicht Streetfishing genannt. Das war einfach Uferjiggen, Uferabfischen. Jetzt hat es den modernen Namen Streetfishing bekommen. Aber welches Gerät das richtige ist, das zeige ich euch heute. Wenn man sich so einer Buhne nähert, dann macht es wenig Sinn, gleich zur Spitze zu laufen, ganz hastig, sondern auch der Teil, der flache Teil, dort wo die Buhne quasi zum Ufer hin entspringt, ist immer gut für den ein oder anderen schönen Fisch. Oft ist es ein guter Hecht oder ein schöner Zander, der dort steht. Und da mache ich ein paar Würfe auch entlang, ganz wichtig, auch entlang der Steinpackung, immer ganz dicht an der Steinpackung, ein paar Meter entlang. Gar nicht jiggen, sondern einfach nur einleiern. Wenn ihr jiggt, habt ihr oft das Problem, dass ihr dann hängen bleibt und dann ist sowieso alles vorbei. Wenn da nichts kommt, wie in diesem Falle kam leider kein Biss, dann kann man sich auf den Buhnenkopf begeben, das Gerät entsprechend anpassen, meistens einen etwas schwereren Kopf wählen, vielleicht auch noch eine Nummer kleiner vom Gummifisch und probieren, die Fische aus der Strömung rauszulocken. Ja, da ist er. Entlang der Steinpackung hat es beim Werfen zwar nicht hingehauen, aber direkt am Kopf eine der ersten Würfe und schön ein richtig schöner Einschlag. Na, ein Hecht. Der hat vorne genau am Buhnenkopf gestanden und den Q-Paddler in 12 wunderbar genommen. Der Cast-Jig diesmal etwas größer gewählt, nämlich in 15 Gramm, weil es hier vorne auch deutlich tiefer ist als entlang der Steinpackung einleiern. Von 15 entlang der Steinpackung auf Größe 12 gewechselt und naja, recht behalten. Der erste Einstieg kam hier relativ zügig, ziemlich nah am Kesselkopf hier vorne. Wenn das abgefischt ist, dann gehe ich gerne auch noch auf den Prallhang, also sprich auf die Seite der Buhne, wo die Strömung drauf drückt. Ist immer ganz heikel, vor allem, weil man da häufig Hänger bekommt. Müsst ihr euch vorstellen, ich schmeiße den Köder gegen die Strömung und die Strömung drückt den quasi zu euch ran. Also ihr müsst relativ zügig einkurbeln, auch relativ schnell jiggen, macht aber nichts, das Wasser ist noch warm genug. Und ihr müsst den richtigen Jigkopf haben, also so ein Cast-Jig mit einem 50 Gramm Öse vorne, das hilft schon. Das heißt, er steigt schneller auf, ein anderer Jigkopf wird sich häufig in den Boden eingraben. Mal schauen, ob wir da jetzt vielleicht einen Zander erwischen. Lange Route, weite Würfe. Anders als beim normalen Streetfishing, wenn man mit 1,80, 1,90, maximal 2,10 Meter arbeitet, kriegt man das nicht hin. Und vor allen Dingen die Hängergefahr, gerade wenn man Steinpackungen hat, ist einfach viel, viel größer. Und natürlich die Wurfweite ist ganz entscheidend, denn in vielen Fällen stehen die Zander auch manchmal weiter draußen, als einem lieb ist. Und eine kurze Route, die schafft halt diese 40, 50 Meter nicht. We'll be right back.
Olli wollte gerade einen neuen Akku für die GoPro holen und da kam der Einschlag. Deswegen eine längere Route, so wie in diesem Falle, 2,50 Meter ist optimal. Kriegt man die schöne Wurfweite hin und sie sollte vor allen Dingen auch straff genug sein, um auch den Anhieb durchzukriegen über große Distanzen. Ein kleiner Zander. Kein Riese, aber ein schöner Tock. Ein paar Würfe weiter und wieder ein kleiner Zander. Entscheidend ist, dass man Vertrauen findet und auch wenn sie klein sind, irgendwann kommen auch die größeren. Also den 12er in Sand Gobi, eine coole Farbe, wenn das Wasser nicht ganz so klar ist, aber auch so ein kleines bisschen so angetrübt und die Grundeln es hier in großen Mengen gibt, dann ist so ein braun-weißlicher Köder einfach unschlagbar. Was ihr jetzt hier auch seht, auch ganz interessant, es macht keinen Sinn, bis zum letzten Meter die Steinpackung hoch zu jiggen. Also dann, wenn ihr merkt, dass die Sprünge immer kürzer werden und man irgendwann genau an diesen Knick kommt, wir nennen das immer the point of no return, aus dem einfachen Grund, weil in den allermeisten Fällen der Gummifisch dort hoffnungslos hängen bleibt, wenn man bis zum letzten Meter in die Steine reinjiggt. Was ganz entscheidend ist, wenn man merkt, aha, man kommt an diesen kleinen Knick unten an, dann nur noch einen leichten Lupf machen und dann langsam den Gummifisch hochleiern. Also er leiert dann so 30, 40 cm vom Gewässerboden, kommt er dann schön die Steinpackung hoch. Das reicht völlig. Gerade auch am Abend, wenn die Zander sowieso vorne im Uferbereich jagen, gibt es die geilsten Bisse keine 2 Meter von den Stiefeln entfernt. Aus irgendeinem Grund ist die Strömung etwas stärker geworden, denn ich kriege kaum noch richtig guten Bodenhalt mit den 15 Gramm, also die Kombi 12er Kupadler und 15er Castjig muss ich jetzt erhöhen auf 17 Gramm. Ich mache es immer so in zweier Schritten. Ich gehe nicht sofort auf 21 oder 20 Gramm hoch, sondern 17 Gramm sollten ausreichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann nehme ich dann 21 Gramm. Hier sind sie drin. Sieht so auf den ersten Blick unordentlich aus, aber jeder dieser Köpfe hat ein kleines Fähnchen. Und auf dem Fähnchen steht die Hakengröße und das Gewicht drauf. Und da haben wir 17 Gramm, 17 Gramm, 3,0 VMC, perfekt. Wenn ihr selbst Montagen macht, dann braucht ihr eine Schere, die richtig scharf ist und die haben wir. Und zwar ist das eine Kombination zwischen einer coolen Schere und einem sogenannten Knotpuller. Früher hat man zwei Dinge gebraucht, ein Knotpuller und eine Schere. Jetzt habt ihr alles in einem, nämlich die Schere, mit der ihr prima eure geflochtene, euren Fluorcarbon oder was auch immer durchschneiden könnt und ihr könnt zum Schluss auch noch hier unten einhängen und noch einmal den Knoten testen, ob alles richtig vernünftig hält. Ich hab ihn. Hab einen. Das ist auch wieder ein schöner, typischer Beweis gewesen. Man jiggt bis vorne an die Steinpackung ran und dann das letzte Stück einfach einleiern. Da kamen die Hechte heute. Und auch ein besserer Zander, der ebenfalls hier vorne eingestiegen ist. Ja. Schöner Zetti. Genau an der Kante, wo es dann vom Tiefen ins Flache geht, schön hochgeleiert das letzte Stückchen. Und da konnte er nicht Nein sagen. Cool. Köder, Rute, Vorfach, Bleikopf, alles sehr, sehr wichtig. Aber was auch sehr wichtig ist, ist auch die richtige Schnur. Wer jiggt, der fischt nur noch mit geflochtener Schnur. Sie haben richtig dünnen Durchmesser, sie tragen ordentlich was, aber ganz, ganz wenige sind auch wirklich leise. Gut, ganz leise ist keine Schnur, aber es gibt einige, die sind sehr, sehr, sehr laut. Und diese hier, mit der ich fische, das ist die Smoke, das ist die Smoke Braid, das ist eine sehr leise Schnur. Immer dann, wenn man den Köder anjiggt und einkurbelt, hört mal ganz genau hin,
hört ihr gar nichts. Ein kleines Schurren, weil es eben durch die Ringe geht, mehr auch wirklich nicht. Ihr zupft den Köder an oder ihr dreht einfach nur rein. Ich gehe mal dicht ans Mikro. Das ist das, was man hört. Und je weniger Lärm eine solche Schnur macht, wenn sie durch die Ringe geht, desto effektiver fischt man. Weil diese Übertragung der Geräusche, die durch die Ringe geht, bis ans Ende des Köders, kann an Tagen, wo es wirklich drauf ankommt, den Unterschied ausmachen, ob man den einen Biss bekommt oder eben nicht. Deswegen habe ich noch eine zweite Rolle mitgenommen, wo ich eine ganz normal herkömmliche Schnur, auch eine Braid zum Jiggen, draufgespult habe. Wir wechseln gleich mal und dann hört ihr den Unterschied. Rolle ummontiert, selbes Gerät, gleicher Köder, Vorfach, alles identisch. So, einmal kurz ausschmeißen, auf Distanz bringen. Übrigens auch gleicher Durchmesser der Schnur. So, warten, bis alles am Gewässerboden angekommen ist. So, und jetzt könnt ihr deutlich den Unterschied hören. Also wenn ihr faulenzert auf diese Weise, obwohl das Schiff noch im Hintergrund fährt, und das ist genau das, was ich meine. Das machen sehr, sehr viele Schnüre. Es gibt nur ganz wenige, unter anderem auch die Smoke Braid, mit der ich fische, die das nicht hat. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Fisch und Fang und dem Raubfisch, wenn es heißt, willkommen mit Dietmar am Wasser. Tschüss!